Hallo meine Lieben, ich bin euer Thomas, aka Sparkojote. Heute wieder pünktlich um 18 Uhr zum Dividendienstag. Heute sprechen ich und der Johannes über das Dividendenwachstum und schauen uns so einige Aktien an, wo es ein sehr, sehr starkes Dividendenwachstum herrscht. Der Johannes ist schon drin, das heißt, ich werde den Lieben mal hier einladen, mit Johannes live gehen. Werden wir doch gleich mal ausprobieren, das sollte jetzt gleich klappen. So, jetzt warten wir noch schnell auf den Johannes, dann können wir gleich loslegen. Ich freue mich schon. Hallo Ich grüße Johannes, wie dich. geht es Servus dir? Thomas, der Sparkojote. Setup. Hi, warte, ich höre dich auch gleich. Ich habe. Setup stimmt. Ja, Setup es ist stimmt. ein bisschen stressig gerade, aber hat alles geklappt. Ich habe die Leute schon so ein bisschen informiert. Heute geht es ja um das beliebte Thema Dividendenwachstum. Und wir haben uns ja beide Ja. Unternehmen rausgesucht oder Unternehmen, die halt ein Dividendenwachstum haben von über 20%. Also sehr, sehr wachstumsorientierte Unternehmen im Bereich Dividenden. Und ich habe jetzt auch die alten AirPods drin, weil meine AirPods leer sind. Jetzt muss ich die von der Freundin nehmen, meine alten im pinken Case. Aber das sollte, glaube ich, auch klappen. Geht bestimmt. Cooles Thema Ja. hast du rausgesucht, Thomas. Es war ja deine Idee heute, uns die Aktien oder anzuschauen, die ja so eine krasse Dividendensteigerung haben, ne? Und das ist echt ein Thema. Ich glaube, so haben wir das noch nicht behandelt, wie wir das heute besprechen, weil wir wollen uns ja auch so ein bisschen die Vor- und Nachteile davon anschauen und auch Beispiele davon geben, wo würden wir jetzt eher gerade weniger investieren und wo bietet es sich theoretisch an? Also was sind bessere Werte, ne? Vielleicht noch zum Anfang, zuerst mal noch das Dividendenwachstum. Was meinen wir genau? Das ist ja grundsätzlich, hast du ein Dividendenwachstum, das in der Regel jährlich stattfinden sollte im Idealfall. Das bedeutet, wenn jetzt ein Unternehmen 1 Franken Dividende dieses Jahr ausschüttet und nächstes Jahr 1 Franken 20, dann haben wir hier eine 20-prozentige Erhöhung innerhalb eines Jahres. Und wir haben jetzt hier natürlich schon darauf geschaut, dass es Unternehmen sind, die mindestens oder in den letzten 5 Jahren eben so ein ordentliches Dividendenwachstum halt gegeben haben oder allenfalls sogar auch in den letzten 10 Jahren im Durchschnitt sozusagen halt eben Dividendenwachstum von über 20% hatten. Weil ich glaube so, das ist so, wenn du Unternehmen anschaust, viele Unternehmen sind so zwischen 5 oder 15%, ja, viele der Unternehmen. Aber dann hast du halt wirklich so ab 20%, wo du dann halt Unternehmen hast, da gibt es dann nicht mehr so extrem viele wie zwischen 5 und 15%. Also 20% ist da, glaube ich, schon so eine Grenze, die relativ hoch ist tatsächlich. Ja, wenn du jährlich sozusagen eine Gehaltserhöhung von 20% bekommst. Also ich kenne keinen Job, wo man das so erhält. Und bei Dividenden ist es ja Das stimmt, ja. eigentlich eine Art Gehaltserhöhung, wenn man Investor ist, ja. Naja, du gehst halt mit der Wirtschaft, ne? Wenn Genau. sich die Wirtschaft gut entwickelt, dann kriegst du mehr Dividende, mehr Gehalt als ein normaler Arbeitnehmer bei seinem Job. Und wenn es der Wirtschaft mal richtig scheiße geht, dann ja, kann es auch mal sein, dass die Dividende ordentlich gesenkt wird. Und ich denke, gerade bei diesen Beispielen werden wir das auch noch sehen, weil ich finde, gerade wenn ich mir diese Werte angeschaut habe, die mir dann vorgeschlagen werden, wenn ich wirklich nach solchen krassen Dividendensteigerungswerten suche, ja, Wir haben sicherlich dann, ähnliche Werte, weil ich habe jetzt auch den ja, Aktienfinder. 100 Pro, 100 Pro, aber trotzdem hast du nochmal einen anderen Ja, Filter ja, vor den ja. Augen als ich und siehst das alles nochmal ein bisschen anders. Aber mir ist aufgefallen, dass das jetzt nicht die übelst beständigen Dividendenzahler unbedingt sind, wenn die so eine krasse Steigerung haben. Und man muss auch bedenken, was mir auch aufgefallen ist, wenn ich mir das jetzt hier anschaue, dass gerade vor 10 Jahren bei vielen Unternehmen so weiß ich nicht, also jetzt nicht die Hochphase der Finanzkrise war, aber dass da der Tiefstand der Dividende eingesetzt hat. Ja, so also zum Beispiel 2007 war noch normal, 2008
auch noch normale Dividendenausschüttungen. Dann haben sie sich gedacht, oh, das ist jetzt wohl ein bisschen ernster, gehen wir dann doch mal runter. Und das ging dann so stückchenweise 2009, 2010 teilweise. Da werde ich ein Beispiel Ja. dazu haben. Ja, Wir haben hier und noch wir haben ja. auch deutsche Unternehmen. Ja, habe ich auch. Viele Habe ich dabei. auch, habe ich auch Ja, gesehen. Da haben wir jetzt hat hier noch mich auch gewundert. Normal, wenn man den Filter einstellt, kam US-Unternehmen. bei vielen kommen die Deutschen Ja. erst ganz nach Na, unten, na. erst ganz Na. unten und bei, Na. ja, wenn man nach Dividendensteigerungen sucht, Na. dann kommen die auf einmal relativ weit hoch. Wir haben jetzt noch einen Kommentar von Yumi Koi, mal am Rande. Macht ihr das auch an der Renditesteigerung aus? Je höher die Rendite, desto mehr Dividenden oder nicht? Also, ich glaube, ich hoffe, ich verstehe das richtig. Dividendenwachstum hat an sich erst einmal nichts mit der Dividendenrendite zu tun direkt, ja? Weil die Dividendenrendite kann relativ gering sein, aber das Dividendenwachstum richtig groß, ja? Das heißt, wenn jetzt ein Unternehmen, das zum Beispiel mit $100 an der Börse notiert ist und aber nur pro Quartal 1 Cent auszahlt und jetzt im nächsten Jahr auf 2 Cent erhöht, ist das Dividendenwachstum natürlich 100%, weil es die Dividende verdoppelt hat, aber die Dividendenrendite an sich ist immer noch Peanuts so gesehen. Ja? Also das heißt, da muss man dann, wenn man das dann insgesamt anschaut, denke ich mir auch nochmal genau im Einzelfall anschauen und da hat es halt nachher auch Beispiele, wie zum Beispiel auch Mastercard habe ich jetzt zum Beispiel auch drin, die haben ordentliches Dividendenwachstum, Dividende ist eigentlich auch ganz okay, aber da die ist immer noch relativ niedrig in Anführungsstrichen im Vergleich jetzt, wenn man jetzt andere Werte jetzt da reinnimmt. Also da muss man aufpassen, Dividendenwachstum alleine, wenn das mega hoch ist, bedeutet nicht, dass es eine hohe Dividendenrendite ist. Oder noch nicht Richtig, ganz zumindest. genau. Das sind zwei unterschiedliche Schuhe Ja. tatsächlich. Hohe Dividendenrendite muss man, glaube ich, noch vorsichtiger sein, Ja. dass man da nicht in irgendeine so Yield-Trap reintappt, Genau. ne? Weil wenn das Unternehmen, wenn es dem wirklich nicht gut geht und der Kurs sinkt, aber die Dividende bleibt gleich, um halt Anleger anzulocken, dann, dann würde ich da nicht unbedingt Genau. investieren, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie wir die Unternehmen durchgehen wollen. Also ich habe jetzt hier im Aktienfinder tatsächlich, und wahrscheinlich haben wir fast dieselben Unternehmen, also ich habe jetzt irgendwie 10, 12 Unternehmen drin. Und da gibt es halt auch ein paar Beispiele. Also ich fange jetzt vielleicht extra mit so einem in Anführungsstrichen Negativbeispiel an, weil wir es jetzt gerade über das auch gesprochen Ja. haben. Und zwar Ja. ist das. Ja, ich habe auch die Negativbeispiele oben, aber ich glaube, ich habe nicht ganz so viele wie du. Also ich Schieß habe los. Bed at Home, ist ja ein deutsches Unternehmen. Und da haben wir jetzt einen jährlichen Zuwachs auf den letzten 5 Jahren mit 55,36%. Ja, das hört sich jetzt erstmal, boah, krass, was? Dividende wird jährlich um 55% erhöht an, ja. Aber wenn man dann auf die 10 Jahre schaut, sieht man gar nichts, weil das Unternehmen gar noch nicht so lange die Dividende entsprechend gesteigert hat oder eben ausschüttet. Ja, das heißt, das verfälscht jetzt diese Statistik enorm. Ja, das wäre jetzt eigentlich so einer der besten Unternehmen jetzt hier in diesem Kriterium. Ja, aber das Problem ist halt, da ist nicht eine, sag ich mal, eine gescheite Dividendenhistorie dahinter. Du hast es ja auch gesagt, viele dieser Unternehmen haben unter anderem vielleicht auch ein hohes Dividendenwachstum wegen der Finanzkrise von vor über 10 Jahren. Da wurde die Dividende massiv gesenkt und jetzt die letzten 10 Jahre halt immer wieder sukzessiv erhöht. Und das ist halt definitiv so ein Punkt, wo man halt das nicht außer Acht lassen darf, ja, und immer auch das Gesamtpaket halt anschauen muss. Und wenn wir jetzt hier auch die Dividende anschauen, bei Bed at Home sind wir bei 6,50 € und Dividendenrendite was? Bei 12,22%, stimmt das? Kann das sein? Ich kann ja auch noch mal gucken. Die schütten sogar, also die schütten mehr vom Cashflow aus, die machen. Also das heißt, es wäre jetzt sogar nochmal ein Alarmsignal insgesamt. Ja, das heißt, wir haben hier das perfekte Beispiel, wo man jetzt halt nicht, oder wo man halt wirklich drauf schauen sollte und nicht nur das Dividendenwachstum im Blick hat, oh mein Gott, jedes Jahr 50% im Durchschnitt oder so. Und das heißt, da muss man halt immer, und das ist halt bei jeder Kennzahl, glaube ich, so auch bei der Dividendenrendite, dass man da halt auch immer das Gesamtpaket anschaut. Aber das ist auf jeden Fall so mal das erste, sag ich mal, Negativbeispiel, wo du denkst, oh, krasse Dividendenwachstum, aber wenn man es genauer anschaut, muss man da vielleicht nochmal dreimal drüber nachdenken, ob es da Sinn macht, Vor ein allem, Investment zu ja, tätigen. vor allem bei Bed at Home, deswegen sage ich, also teilweise sind es Unternehmen, die
die ballern halt wirklich manchmal Dividenden raus und Ja. dann kürzen sie sie auch wieder. Und so sehe ich Genau. das hier auch bei Bet at Home, das geht rauf und runter. Ja. Auch mit viel Sonderdividende, obwohl sie sich die eigentlich, also ich wüsste, also man sieht jetzt hier nicht direkt, dass sie sich die leisten können. Ja. Sie schütten mehr Dividende aus, als sie Einnahmen haben und auch als sie freien Cashflow haben. Und das ist sogar eine Sonderdividende, die sie da mehr Ja. ausschütten. Also ich frage mich, wo das herkommt, aber ja, genau. Das Das ist sind eben so solche eben Sachen, da muss man da besonders so ein, drauf genau. achten, ja. Das ist so ein klassisches, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Negativbeispiel, wo jetzt dieses Dividendenwachstum jemanden fehlleiten könnte, wenn man jetzt nur auf das Dividendenwachstum schaut. Ja? Also das Ja. ist jetzt hier, also ich habe mir das Unternehmen sonst nicht genauer angeschaut. Es könnte auch ein gutes Investment sein, das weiß ich jetzt nicht, aber jetzt so einfach im Kontext Dividendenwachstum ist das nicht immer unbedingt die aussagekräftigste ja, Kennzahl wie jede andere. Man muss immer das Gesamtpaket anschauen. Hast du auch Absolut. noch so zum Starten ein Negativbeispiel oder willst du direkt schon mal ein gutes heranziehen? Ich würde erstmal kurz ein paar deutsche Namen fallen lassen, die mir aufgefallen sind. Zum Beispiel, wer jetzt unter die Kategorie fällt, ist ProSieben, Sixt, Ja. WashTec, Heidelberg Zement, DMG, Mori, wo ich weiß ich auch nicht, was die machen jetzt unbedingt. Jungheinrich habe ich auch noch nicht gehört. Adidas habe ich gehört. Ja, natürlich, Adidas habe ich ist auch gehört. dabei. Freenet und Rheinmetall. Rheinmetall-Rüstungsunternehmen, muss man wissen, ob man das möchte. Zwischendurch, Zwischenfrage, Sparkoyote, die 72er-Formel, gilt die auch, um jetzt herauszufinden, wie lange das dauert, bis sich die Dividende verdoppelt? Natürlich, ja. Ja, wenn ich jetzt, Also weil das nochmal das als Tipp wäre vielleicht auch für die Leute. also 72, wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir Adidas, okay? Adidas hatte die Genau. letzten 10 Jahre, nehmen wir 10 Jahre, das macht mehr Sinn, 28% Dividendenerhöhung im Durchschnitt. Das heißt, wir nehmen die 72 Ja. durch diese 28%, das gibt Yep. 2, irgendwas Jahre, 2,8 oder so, oder? Das ist 2,5, wenn es 2,5. spiegelverkehrt ist. Ja, Genau, also 2,5 2. Sinn. 2,5 Jahre dauert es, bis die Dividende verdoppelt wird. Wenn wir jetzt den 5-Jahres-Wert nehmen, wären das 22%. Also 72 durch 22, das gibt dann 3,3 oder irgend sowas. Also in zwischen. Ey, sag mal, rechnest du das im Kopf oder was? Ja, also das heißt, ich sage jetzt mal, zwischen Ist ja 2,5 bis 4 Jahre würde es jetzt dauern, um die Dividende von Adidas zu verdoppeln, wenn es Ja. so weitergeht wie bisher. Ja. Ja. Und nicht schlechter läuft oder nicht besser läuft. Das ist immer so die Annahme. Und das ist definitiv eine Regel, die kann man immer wieder anwenden. So Daumen mal Pi kann man sich das so überlegen. Und jetzt zum Beispiel bei Bet at Home müsste es ja bedeuten, dass praktisch alle Jahre oder alle 1,5 Jahre Dividende verdoppelt wird. Was hast du gesagt? Wird wahrscheinlich nicht. 55? 55 Ja, Prozent? 55%, genau. Also das kann. Das, also ich gehe mal davon aus. 1,3. Genau, also das geht, glaube ich, gar nicht. Und man muss halt dann auch schauen, woher kommt die Dividende, wie ist die Payout-Ratio oder auf den Free Cashflow. Wir haben es ja gesehen, bei Bet at Home läuft das nicht so gut, zumindest hier laut den Zahlen. Und da muss man ja immer so ein bisschen genau schauen. Und ich glaube, zum Beispiel Adidas ist jetzt, wenn man das halt so anschaut, tatsächlich in meinen Augen eher jetzt wirklich ein sehr positives Beispiel. Ja, Ja, also so ja. Adidas ist so. Ist, wenn du so Schüler hast, ist das sozusagen der Einser-Schüler und so Bet at Home ist dann so der ja, Sechser- oder Fünfer-Schüler, je Fünfer nachdem, was Schüler, halt bei ja. euch, ja genau. Bei uns ist halt umgekehrt, Sechser-Schüler ist der Beste und Einser-Schüler ist der Schlechteste, aber in der Schweiz, aber grundsätzlich, so dass man das so ein bisschen sieht, den Kontrast, ja, Ja. was ist nachhaltiger, was kann überhaupt funktionieren oder was halt eben nicht, weil eben 55%, da muss man sich dann schon so denken. Wenn alle anderen Zahlen nicht, da muss irgendwas nicht passen, in der Regel, sage ich mal. Weil 55% pro Jahr, das ist heftig viel. Und schon 20% pro Jahr ist eigentlich schon heftig viel. Ja? Richtig, ganz genau. Stell dir vor, du kriegst jedes Jahr 20% mehr Gehalt. Das wäre schon krass. Ich sage jetzt mal mein erstes Negativbeispiel, ist hier in Deutschland ProSiebenSat.1. Ja. Die haben auf 10 Jahre, das ist schon eine ganze Menge, Ja. 57% Dividendensteigerung.
Also was? Auf 10 Jahre? Auf 10 Jahre 57%. Und daran sieht man jetzt zum Beispiel, was es ausmacht, welchen Zeitraum man sich genau anschaut. Weil hier bei ProSiebenSat.1 ist es genau das Problem, dass im Jahr 2010 die tiefste Dividende war. Also, Ja. ne, seit 2008 ging das da eben runter. Das Genau. heißt, wir haben da jetzt sehr, sehr wenig Dividende und die wurde seitdem gesteigert. Geht natürlich auch wieder zu so einem normalen Niveau erstmal wieder zurück, wenn die merken, okay, die Welt bricht doch nicht zusammen. Und dann Ja. geht es weiter hoch. Und dadurch ergeben sich dann hier so krasse Zahlen. Wenn man sich die Dividendensteigerung auf 5 Jahre dann hier wieder zum Beispiel anschaut, sind es -7, weil sie inzwischen auch wieder runtergegangen. Krass. Ja, und das Also. ist, was ich auch meine mit dieser Volatilität bei diesen Werten, wenn die da so krass also Ausschlag geben, Ja. dass ja, dass an anderer Stelle da wahrscheinlich so ein bisschen ne, hoch und Ich mein, runter da geht. ProSieben ist vielleicht auch noch zusätzlich zum ganzen Businessmodell, dass das veraltet ist durch das ganze Streaming, YouTube, Netflix, Amazon Prime, kommt noch das hinzu, Ja, ja. kommt noch das hinzu, aber was ich bei ProSieben mich zum Beispiel wundere, ist, dass sie immer noch steigenden Umsatz haben und da frage ich mich dann, woher? So Vielleicht machen der sie die Produkte teurer. Ich weiß es nicht. Also Ja, also der ich schau ich. Umsatz steigt wirklich nicht schlecht, aber ja, also das muss man dann halt auch sich ein bisschen selbst einfach überlegen, ist das Businessmodell noch up to date oder wird das vielleicht irgendwie ersetzt oder haben die eine Chance, sich irgendwie in diesem Wirtschafts-, ja, in dem Bereich, in Zwei, dem sie ja. tätig sind, noch irgendwie zu behaupten oder wieder aufzuerstehen? Und deswegen haben wir hier dann zum Beispiel auch eine sehr hohe Dividendenrendite von 9% bei ProSiebenSat.1. Das Gleiche ist jetzt tatsächlich ein bisschen was anderes, aber die Zahlen sind auch hier, was die Wirtschaftskrise angeht bei Sixt, genau das Gleiche. Wir haben 40% Steigerung auf 10 Jahre bei Ja. Sixt. Nicht schlecht. 28% auf 5 Jahre. Ja, also das ist schon alles intakt hier. Aber wir hatten auch hier 2010 die niedrigste Dividende. Wir hatten 2008 Ja. 59 Cent, 2009 40 Cent, 2010 10 Cent. Und 2011 dann wieder 70 Cent. Ja. Da sieht man jetzt genau das, Es was ich gerade gemeint verzerrt. habe. Diese Verzerrung, die hier zustande kommt, weshalb wir jetzt hier, ja, aber aussagekräftiger ist eben hier diese 28% auf 5 Jahre. Sixt, muss man sagen, expandiert in Deutschland, in den USA. Sie haben innovative Wirtschaftsmodelle jetzt mit der neuen App, wo alles miteinander verknüpft wird, Carsharing, Mieten und sich auch noch, also Taxiservice ist auch noch dabei. Also Sixt ist jetzt nicht direkt vergleichbar mit ProSiebenSat.1, wo man sagt, das Businessmodell ist outdated, also die machen sich gut. Ja. Der Nestra schreibt noch, schaue lieber Dividendienstag als Fernsehen. Danke dir. Yes, yes. Und dann noch Reality TV, wie zum Beispiel GNTM, was ist denn das bitte? Germany's Oder Next schlag Topmodel. den. Ach so, okay. Oder schlag den Star, ohne das wäre es Game Over. Ja, kann ich mir schon vorstellen, Ja. dass so Reality TV halt schon so den Großteil ausmacht. Ich habe jetzt noch ein sehr interessantes Beispiel, das habe ich selber nicht so auf dem Schirm gehabt, dass die tatsächlich auch so ein Dividendenwachstum haben und das zwar schon seit 14 Jahren nicht gesenkt, und zwar ist das Tencent Holdings, ja. Die haben über die letzten 10 Jahre 32% erhöht im Durchschnitt und über die letzten 5 Jahre 29%. Und eben seit 14 Jahren, also seit 2006, haben sie die Dividende nicht gesenkt, ja. Also es ist schon durchaus interessant, das hatte ich so tatsächlich gar nicht auf dem Schirm, dass jetzt hier auch, ja, sag ich mal, das Unternehmen in der Gaming-Multimedia-Branche auch so am Start ist. Aber, und das ist jetzt auch wichtig zu sehen, die Dividende, ja, die liegt bei 12 Cent und das sind dann eine Dividendenrendite von sagenhaften 0,25%. Wow. Und das ist jetzt wieder das Beispiel vom Anfang, ja. Das Wachstum ist ordentlich da, aber die absoluten Werte sind noch relativ klein, ja. Und da muss man halt so längerfristig auch so ein bisschen schauen, aufpassen,
wie sich das entwickeln kann. Aber wenn man sich so mal oder anschaut, Ausschüttungsquote auf den Free Cashflow 4,5%, ja, da ist ordentlich noch Luft nach oben, oder Ausschüttungsquote auf den Gewinn sind wir bei 9,7%, ja, also das heißt, da ist ordentlich Luft nach oben da. Die wissen halt theoretisch, noch echt was mit ihrem Geld anzufangen, ne? Die waren genau, alles für genau. Sich. Das heißt, hier würde man dann wirklich wahrscheinlich vielleicht darauf hin, in Anführungsstrichen, spekulieren, dass in 10, 20 Jahren, wenn dann diese Branche noch mehr oder noch größer wird oder halt auch schon diese Unternehmen länger im Business drin sind, dass dann halt auch die Dividenden, weil sie dann halt auch Cash-Cows werden, deutlich sukzessiv erhöht werden. Weil eben, man könnte jetzt Dividende locker, ja, um das Fünffache erhöhen und sie wäre immer noch tragbar, ja. Das heißt, wir werden dann statt bei 0,25% auf 1,25%. Aber das Unternehmen weiß natürlich noch, was sie mit ihrem Geld machen wollen. Darum reinvestieren sie das lieber. Und das bringt dann auch langfristig mehr für das Unternehmen und dann schlussendlich für den langfristigen Investor auch wieder mehr Rendite. Ja, wenn das Unternehmen halt da auch wieder reinvestiert und Investments tätigt. Ja, genau. Also es gibt viele Stellschrauben, an denen man drehen kann und gucken kann, dass man das Maximum letztendlich rausholt für die Aktionäre und auch fürs Unternehmen. Weil es ist ja sicher ganz klar. Heidelberg Zement habe ich mir noch aufgeschrieben als so ein Beispiel, dass eben auch hier der Gewinn zum Beispiel stark schwanken kann, wahrscheinlich auch je nach Auftragslage. Und auch die Dividende hat in der Vergangenheit stärker mal geschwankt. Ich glaube, 2003 wurde sie ausgesetzt, 2007, 2008, 2009 war es dann auch nochmal schlecht, glaube ich, in der Finanzkrise. Und seit 2009 sieht man aber so ein Ami-Vorgehen, also so eine Ami-Steigerung, dass sie nicht mehr mega viel geben und dann runtergehen wieder, sondern dass sie versuchen, die regelmäßiger zu steigern. Das ist mir positiv tatsächlich aufgefallen. Auch wenn ich erstmal dachte, Negativbeispiel, aber die letzten Jahre sind dann doch ein bisschen positiver in dieser Hinsicht. Und deswegen fand ich Heidelberg Zement eigentlich gar nicht so uninteressant, wenn man das jetzt sich angeschaut hat. Mastercard übrigens, weil du es vorhin gesagt hast, ist mir natürlich auch aufgefallen. Wir merken sie öfter mal an. Visa und Mastercard sind solche Unternehmen, also Zahlungsunternehmen, Finanzunternehmen, die noch sehr stark wachsen zurzeit. Und weil auch, glaube ich, einfach viele Gegenden auf der Welt jetzt noch ausgestattet werden mit digitalen Zahlungsmöglichkeiten. Und die versuchen auch Kryptowährungen, glaube ich, mit einzubeziehen und mit verschiedenen Fintechs zusammenzuarbeiten, um die Bezahlvorgänge für die Kunden so einfach wie möglich zu machen. Und das kommt halt irgendwie einfach an. Hier bei Mastercard haben wir 42% Dividendensteigerung auf 10 Jahre. 21% auf 5 Jahre ist zum Beispiel auch so ein Beispiel dafür, dass die Ausschüttungsquote auch noch, also hier ist die Ausschüttungsquote auch noch extrem gering. Niedrig, ja. Genauso wie bei Visa. Die wissen halt einfach noch mit ihrem Geld anzufangen und schütten davon noch nicht so viel, geben davon noch nicht so viel weg. Was man hier vielleicht auch noch erwähnen sollte, das habe ich vorhin so ein bisschen auch nicht erwähnt, du hast ja halt immer auch noch die persönliche Dividendenrendite, ja. Also wenn du jetzt zum Beispiel bei Mastercard vor 10 Jahren eingestiegen wärst, dann ist jetzt heute Dividendenrendite natürlich 0,44%, ja, aber auf die persönliche Dividendenrendite gerechnet von damals wäre die deutlich, deutlich höher. Klar ist natürlich auch der Kurs mitgestiegen, aber ich meine jetzt wirklich aufs Initialinvestment. Wie viel hast du eingezahlt sozusagen oder für wie viel hast du Aktien gekauft und wie viel Dividende kommt jetzt dieses Jahr rüber? Das heißt, da kann dann auch die persönliche Dividendenrendite dann doch mal deutlich sich unterscheiden von der aktuellen Dividendenrendite natürlich. Und das ist ja auch so ein, oftmals so ein Wert, den man halt rannimmt, wenn man über das Dividendenwachstum spricht. Was ist denn überhaupt die persönliche Dividendenrendite, die man halt auf den Einstieg von damals noch hat? Ja, also das heißt, da ist dann unter Umständen, kommt dann nochmal eine völlig andere Zahl dabei raus. Absolut. Je nachdem, wo man da halt eingestiegen ist. Und das ist dann auch, das darf man dann auch nicht außer Acht lassen, ja. Und das ist ja auch das Interessante als Dividendeninvestor, dass du dann irgendwann einmal dein Initialinvestment, ja, das du getätigt hast, in 20 Jahren jedes Jahr als Dividende bekommst.
Klar ist dann der Aktienkurs deutlich höher mittlerweile, aber die Dividende, die du jährlich bekommst, ist mehr als das Initialinvestment, das du vor zum Beispiel 10, 15, 20 Jahren getätigt hast. Und das ist dann eben diese Macht vom Dividendenwachstum und eben sozusagen dem Compounding, also der Zinseszins. Ja, guck mal, wenn du zum Beispiel bei Mastercard jetzt 2014 eingestiegen wärst für 50 Euro, hättest du das Investment allein schon mit Kursgewinnen im Januar 2017 verdoppelt. Ja. Weil da war der Kurs dann bei 100 Euro. Und die Dividende ist aktuell bei 1,25. Das wäre eine Dividendenrendite von 2,5%, oder? Du bist hier der Kopfrechner. Ich glaube schon. Also ich hoffe, ich habe jetzt nichts falsch gerechnet. Es wäre eine persönliche Dividendenrendite von 2,5%, wenn sie bei 50 Dollar gewesen wäre. Oder Euro von mir aus. Und jetzt ist sie eben bei 0,44. Auf den aktuellen Kurs natürlich gesehen. Ja, das ist also wirklich sehr... also da muss man halt schon so ein bisschen drauf achten. Insgesamt das gesamte Paket sehen. Und ja, definitiv. Weil so sieht es tatsächlich nicht so attraktiv aus, ja, diese 0,44. Ja, ja. Der Christian schreibt gerade noch, hast du den aktuellen Aktienkurs von Coca-Cola gesehen? Ich habe es mir gerade angeschaut, also der ist halt im Moment gerade einfach bei 56 Dollar, sehe ich einfach gerade. Also ich glaube, das ist relativ hoch, ja. Da wünsche ich, ich hätte mir sogar noch mehr gekauft. Ich habe im Moment erst 60 Stück, leider. Ja, 50 Euro, ja, es ist wieder All-Time-High hier bei Coca-Cola. Ja. Das ist wirklich All-Time-High, die letzte Spitze. Ist es All-Time-High sogar? Ja, die letzte Spitze war hier, oder sehe ich bei, es kratzt am All-Time-High. Wir hatten hier im September 2019 schon mal 50,55 € und jetzt docken wir immer wieder so ein bisschen daran, aktuell. Beziehungsweise sind wir auch, ja... Wir sind echt in dieser Range gerade wieder von September 2019. Bestimmt bald drüber, könnte ich mir vorstellen. Ja. Ja. Wie hat er geschrieben? Cookie, ja. Das sagt man so bei uns. Ja, so. Ja, das haben wir schon gedacht. Ja. Das ist Cookie. Es schmeckt gut dort. Ja. So, Nestra schreibt... Willst du nicht vorlesen? Ja, ich lese vor. Denke, die Visa und Master gehen steil, auch bei einer Rezession weitermachen. Deswegen Sparplan bei mir. Ja, das ist halt echt die Frage immer, ne? Wie weit geht das noch? Ich weiß es auch nicht. Ich bin da leider kein Guru einzuschätzen, wie weit das tatsächlich noch nach oben geht, weil das sieht immer so krass aus und man fragt sich, es geht doch nicht. Es geht doch nicht ewig so weiter. Es ging noch auf Devise, nicht ewig so weiter. Meine Devise ist einfach langfristig einfach jeden Monat oder halt regelmäßig investieren, halt einen bestimmten prozentualen Betrag von dem Einkommen oder Cashflow, den man halt hat. Ja, also das heißt, wenn du halt 1.000 verdienst und du sagst, du willst 20% davon in Aktien investieren, ist es 200 pro Monat, also 200 Euro pro Monat in Aktien oder halt in irgendwelche anderen Investments und das halt die ganze Zeit, ja, aber nie alles, ja, also das heißt, egal in meinen Augen, was man macht, man baut halt immer noch zusätzlich jeden Monat einen bestimmten prozentualen Anteil an Cash auf. Vielleicht ist es 5% für den einen, für den anderen 50%, für den anderen 10%, aber halt einfach längerfristig halt, dass halt alle, die ganze Asset Allocation halt immer stimmt. So und so viel Prozent in Cash, so und so viel Prozent in Aktien, so und so viel Prozent P2P-Kredite und so weiter. Und langfristig sollte sich das ja immer so ein bisschen ausbalancieren auf die Asset Allocation, die einem halt gefällt. Richtig. Ich hätte noch zwei Positivbeispiele. Eins, was du noch gar nicht gesagt hast, Sparkoyo, das ist one of your favorite. Eins deiner Welches? Favoriten, nämlich Starbucks. Starbucks ist Das habe ich tatsächlich nicht drin. Starbucks ist im Club der Dividendensteigerung. Also ich habe es mir gedacht, aber ich dachte mir ja, vielleicht wäre das auch ein bisschen zu langweilig, aber ich habe es tatsächlich gar nicht drin gehabt. Also ich habe so einen Merkzettel bei Aktienfinder gemacht und hier eben so 12 Unternehmen reingenommen. Wie viel Prozent haben die genau? Die haben 31% auf 10 Jahre. Nicht schlecht. Das ist auch ordentlich. Ja, wir können mal gerade ausprobieren. Das ist bei der 72er-Riedel. 72 durch 31 gleich... 2,3 oder so. 2,3.
Nicht jawohl, schlecht. Also nach 2,3 Jahren verdoppelt sich dann. Wobei in den letzten 5 Jahren müsste sie niedriger gewesen sein, oder? Wenn ich mich recht erinnere. Bei den letzten 5 Jahren zumindest. Müsste es kleiner gewesen. Das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Da müsste ich einfach hier bei müsste ich Starbucks einfach mal eingeben. So, dann haben wir hier die Zahlen. Na, Zuwachs der Dividende auf 5 Jahre 22%. Ja, dachte ich mir. Ja. Das, ja, aber auch das ist wirklich krass. Ja, das sind dann 3,3 Jahre oder so, wenn man sich das so überlegt. Ja. Und das ist halt schon mega krass. Ich habe jetzt auch noch ein Beispiel. Das finde ich grundsätzlich auch interessant. Aber, boah, was ist jetzt los? Okay, es geht doch nicht. Ich kann es nicht lesen. Hallo. Es geht nicht. Ja, es geht nicht, wirklich, ja. Es laggt. Was ist los? Ja, das ja, wirklich. Internet laggt, oder? Ja. Hey, also irgendwie, das klappt gerade nicht. Was also willst du denn aufrufen? Kann ich dir behilflich sein? Jetzt funktioniert's. Jetzt funktioniert's. Wo haben wir es hier? Hier. Flughafen Zürich haben wir hier auch dabei tatsächlich. Aber, und da muss man halt auch bedenken, das ist dann vielleicht auch, was wir als Dividendeninvestoren halt schon auch als Qualitätsmerkmal anschauen. Dieses Unternehmen senkt und erhöht die Dividende gerne einmal, ja. Je nachdem, wie die Wirtschaftslage halt so läuft. Aber wenn man halt sich halt dann die gesamten Zahlen halt anschaut, dann haben wir über die letzten 10 Jahre 23% und über die letzten 5 Jahre 26% Dividendenwachstum. Aber es ist nicht ein kontinuierliches Wachstum, sondern du hast dann auch mal Jahre, wo es nach unten geht, dann wieder nach oben, dann wieder nach unten, dann wieder nach oben. Einfach in den letzten 10 Jahren war der Schnitt halt so, dass es halt positiv rausgekommen ist. Ja, das heißt, auch solches Dividendenwachstum kann es geben, was nicht kontinuierlich ist, sondern halt wie der Aktienkurs in Anführungsstrichen mal nach oben, unten geht. Das ist dann auch, wo man halt dann darauf achten muss, weil wenn ich jetzt nur dieses Dividendenwachstum sehen würde, ja, dann würde ich ja denken, oh krass, jedes Jahr zum Beispiel 26% über die letzten 5 Jahre, obwohl es dann 3 Jahre davon positiv gewesen sind im zweistelligen Bereich und dann 2 Jahre, wo die Dividende vielleicht gesenkt worden ist um jeweils 9% oder irgend sowas, ja. Das heißt, da muss man halt auch unbedingt darauf achten und dann auch so ein bisschen vielleicht darauf schauen, okay, wie lange wurde die Dividende nicht gesenkt, wie lange wurde sie schon erhöht, um dann auch so ein bisschen zu sehen, ob es vielleicht auch mit der Finanzkrise zu tun gehabt hat, ja. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Unternehmen über die letzten 20 Jahre erhöht hat und ein Dividendenwachstum von 20% vorweist, dann hat die Finanzkrise nicht wirklich viel ausgemacht für die Dividende, ja, weil, oder die letzten zwei Finanzkrisen. Das heißt, da muss man wirklich unbedingt darauf achten, dass man halt auch das gesamte Big Picture sieht, weil sonst sieht man halt dann einfach diese 26% und denkt sich, oh krass, jedes Jahr 26%, das ist doch mega. Richtig, richtig. Aber Flughafen Zürich habe ich mir gerade auch mal angeguckt, schneidet in meinem Ranking echt nicht schlecht ab. Also wirklich? ja, ist gut. Gut, Flughafen Zürich. Also ich habe es tatsächlich immer auf der Watchlist. Ich habe ja eine Aktie gekauft für die Generalversammlung. Die soll anscheinend ganz gediegen sein. Aber ich habe mir sie jetzt auch schon immer wieder mal ein bisschen näher angeschaut und sie könnte schon auch ins Raster bei mir zumindest persönlich fallen. No. Aber ich habe jetzt im Moment tatsächlich noch eine Limit-Order laufen auf Cisco. Da möchte ich 100 nachkaufen, also auf 200 verdoppeln. Mal schauen, ob es klappen wird, ob die Limit-Order ausgeführt wird. Und wenn nicht, dann mache ich morgen irgendwas anderes. Mal schauen. Ich habe immer so zwei, drei Unternehmen pro Monat, wo ich da halt investieren will und dann rotiere ich, also sage ich, okay, das hat jetzt nicht geklappt, dann habe ich halt noch das andere zur Auswahl oder nochmal dieselbe, also ich arbeite da immer mit Limit Orders. Wir haben jetzt noch ein paar Kommentare. Schaut euch mal Deutsche Konsumreit an oder REIT an, kenne ich gar nicht. Deutsche Konsumreit. Ich kenne es auch gar nicht. Heißt der so? Deutsche Konsumreit? Ich guck mal gerade. Wann kommt die Lind-Aktie? Fragt der No Pathfinder. Ja, vielleicht mal nächstes Jahr oder so. Tatsächlich. Oder übernächstes Jahr, keine Ahnung. Was kommt wann nochmal? Die Lind-Aktie. Die wann kommt die? Lind-Aktie in dein Depot. Ja. Ach, so lange kann es nicht dauern, Thomas. So lange kann das nicht dauern bei dir.
Oder so, Challenge 2021 an der Generalversammlung vom Lind den Koffer hier abgarnieren, oder? Das wäre so der Plan. Und dann gibt es halt so ein Community-Gathering und dann kann jeder so ein bisschen von der Schokolade von diesen 12 Kilo von mir abhaben. Kann jeder so ein bisschen eine Tafel oder so mit nach Hause nehmen. Verteile ich das dann auch. Das finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Ich habe auch zu Weihnachten habe ich auch Lind verteilt. Aber ich auch nicht Lind geschenkt Schokolade, bekommen, ja. sondern selbst gekauft, ja. Weil ich kein Aktionär bin. Was haltet ihr von Pharmaaktien wie Roche und Novartis? Die haben auch eine ordentliche Dividende und dazu auch viel Kursfantasie. Ich bin persönlich, also der Bereich ist so mir, keine Ahnung, ich kenne mich da halt nicht so krass aus und es ist halt auch ein Bereich, der sehr abhängig von, wie sagt man dem, dass halt irgendwelche nicht Patente durchkommen, sondern halt diese neuen Medikamente, dass das halt durchkommt und wenn das nicht durchkommt, dann ist es ein Desaster. Ja, aber Patente sind auch ein wichtiger Punkt, wenn die halt auslaufen, ne? Ja. Dann genau. Gibt es halt einfach Generika-Medikamente, die dann so viel billiger verkauft werden. Genau, No-Name-Produkte werden dann verkauft an der Stelle und dann muss man sich natürlich Angst vor Konkurrenz machen. Und natürlich, wie du sagst, wird das Medikament überhaupt zugelassen? Das kann ein ganz schöner Akt sein. Also ich kenne mich da auch nicht wirklich aus. Ich bin jetzt halt in solchen Pharmaunternehmen wie Johnson & Johnson, die nicht nur abhängig von Medikamenten sind, sondern eben auch viele Haushaltsprodukte einfach und Hygieneprodukte vertreiben, die jetzt nicht so abhängig sind davon, dass da was zugelassen wird oder nicht. Find also ich so wenn... Die safere Variante. Also wenn, also es geht ja dann auch so in Richtung Biotech und das ganze Zeugs, also das kann man ja alles so ein bisschen in eine Richtung schieben, dann wenn schon dann Beteiligungsfirmen davon oder ETFs, die halt spezifisch in so einem Bereich was abdecken würden, in meinen Augen zumindest, für mich persönlich. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, ja, aber ich habe jetzt selber zum Beispiel keine einzelnen Unternehmen jetzt im Pharmabereich in meinem Depot oder Biotech in meinem Depot direkt, außer zum Beispiel eben so eine Beteiligungsgesellschaft oder wenn dann mal irgendwann halt ein ETF, der halt so ein bisschen die Nische oder mit einer höheren Gewichtung die Nische abdeckt, ja. Genau, Baby Biotech habe ich jetzt im Depot, aber das ist halt eine Beteiligungsgesellschaft, da hast du halt einen gewissen Grad von Diversifikation sozusagen dann drin, weil halt die Beteiligungsgesellschaft halt in verschiedene Unternehmen in der Welt hier halt sozusagen in dem Bereich halt investiert und kann man halt vergleichen, auch ähnlich wie Berkshire. Berkshire ist ja sowas, ist eigentlich auch eine Beteiligungsgesellschaft, das heißt, wenn du da rein investierst, hast du auch einen bestimmten Anteil von Apple sozusagen im Depot oder Coca-Cola und so weiter, eigentlich, wenn du es halt runterbrechen würdest, ja, und das ist halt dann, ja, das ist halt eine Möglichkeit, die ich halt gerne nutze für Bereiche, wo ich erstens mal nicht Lust habe, mich damit auseinanderzusetzen oder halt auch das Wissen nicht habe und das ist halt wirklich cool und das gibt es halt als ETFs oder Beteiligungsgesellschaften oder was es auch sonst noch für Investmentvehikel sozusagen gibt. So, was haltet ihr von Xiaomi? Was, Xiaomi. Xiaomi, das kennst ist ja du, doch, ist das ein Schweizer Unternehmen? Nee, das ist doch das auch für Handys, die machen doch auch Smartphones. Xiaomi oder auch so Scooters, das ist so ein chinesisches Elektrotechnologieunternehmen, wie man, also ich weiß nicht, also die machen auf jeden Fall Handys, das weiß ich, und Scooters haben die auch. Okay. Also aber China. Noch leider gar nichts. Die haben ja auch so diese Scooter, weißt du? Ja. Diese Elektroscooter, viele davon. Und also ich kenne mich halt, das Problem ist so, China ist für mich halt mega so ein Land, wo ich echt, also ich würde mir da tatsächlich fast nicht zutrauen, Einzelinvestments zu tätigen. Außer vielleicht wirklich mega, mega große Unternehmen, sowas wie eine Tencent oder Alibaba. Aber ansonsten könnte ich mir das jetzt persönlich nicht zutrauen. Ich würde dann lieber einen breit gefächerten ETF investieren, wo halt diesen Markt oder China halt abdeckt. Ja, hey, hallo Thomas oder wer auch immer online ist gerade mit Finanzfluss in der Meere, Leute. Ist am Start. Viele, viele Grüße. Ja. Machen auch Staubsauger. Ja, alles klar. Er hat gestern auch einen Livestream gemacht, macht er jetzt auch auf Instagram, mega coole eine Sache. Eine ganze Stunde lang, er hat die ganze Stunde ausgekostet, bis zur letzten Sekunde. Du kannst maximal halt eine Stunde hier auf Instagram machen. Das ist es.
Aber apropos, wir könnten jetzt, weil wir haben jetzt eigentlich schon das, also ich habe von meiner Seite eigentlich alles durch zum Dividendenwachstum. Ja. Wir könnten noch ganz kurz noch so einen Schweif machen für in Zukunft, wie es mit dem Dividendendienstag so laufen wird. Und zwar, wir haben es ja schon mal angekündigt, wir werden bald, hoffentlich im Februar, das Ganze auch auf YouTube Umziehen. parallel dazu machen können. Genau, also nicht umziehen. Es wird immer noch hier auch Ja. noch auf Instagram sein. Es ist sozusagen einfach auf YouTube und dann auch auf Instagram. Und auf YouTube haben wir dann den Vorteil, können wir dann auch Dinge einblenden. Ja, also diese ganzen Prozentzahlen, Grafiken, die wir hier selber sehen am Computer, können wir dann einblenden und mit sehr guter Qualität, dass man die dann auch halt auch sieht dann auf YouTube. Ja. Und da ist tatsächlich so, ich habe mich jetzt dazu entschieden, ich muss rein technisch, habe es jetzt auch getestet, ich brauche eine neue Maschine, die das halt machen kann. Und das wird dann wahrscheinlich irgendein iMac oder so. Und dann sollte das hoffentlich im Februar, irgendwann im Februar dann sozusagen laufen, dass der Dividendendienstag auf zwei Plattformen parallel läuft und auf YouTube halt einfach, sag ich jetzt mal, mit mehr Medien enriched. Ja, also das heißt, da sieht man dann noch ein bisschen mehr bildlich, über was wir dann tatsächlich sprechen, wie das Dividendenwachstum aussieht oder vielleicht auch eben Grafiken, Diagramme, ja, dass man das sich auch bildlich besser vorstellen kann. Also es wird definitiv eine coole Sache und es wird auf jeden Fall auf Februar geplant. Da könnt ihr schon mal gespannt machen, ja. Ja, und Sparkoyote ist der übelst gute Host, der wird das auch ordentlich darstellen, dass wir das sehen können. Und wenn ich dann über irgendwas rede, dann wirst du natürlich auch die Aktie Genau, gleich suchen und zeigen. ja. Also das kann man dann alles wirklich mega cool machen. Da kann ich dann auch einen Browser offen haben, der gestreamt wird. Ich kann den ein- und ausblenden, wenn es nötig ist. Und dann sieht man halt auch ganz genau, wenn wir jetzt über Mastercard sprechen, welche Kennzahlen da so drin sind. Und dann kann man das wirklich live sehen. Und dann sehen wir natürlich Ja. auch beide Köpfe, also, so wie hier auf Instagram, könnt ihr euch das vorstellen. Plus natürlich noch Live-Chat normal hier weiterhin auf Instagram oder dann halt auch noch auf YouTube. Das wird, glaube ich, mega spannend. Und das ist dann sozusagen das nächste Level von der Qualität, glaube ich. Weil auf YouTube haben wir jetzt bisher ja auch immer mit einer super guten Audioqualität die letzten, sag ich mal, 10 Dividendendienstage gemacht, weil wir halt den Audio separat noch aufnehmen und den dann in der Nachbearbeitung halt reinhauen. Also das heißt, qualitätstechnisch könnt ihr euch schon mal auf was gefasst machen im Februar hoffentlich, wenn alles klappt. Und ich glaube, da freuen wir uns schon beide darauf, Dinge einblenden zu können, von denen wir Ja, reden. das wird Ja. auf jeden Fall, ich bin auch Ja. sehr gespannt. Ja, das wird mega, mega cool. Bekommt man auch, was ist denn das? Ach so, Xiaomi-Produkte bekommt man hier auch in der Schweiz bei Digitec, meint er. Genau. Cool, dann auch auf PC oder TV. Genau, wenn es auf YouTube ist, kann man es auch am Fernsehen schauen oder am Computer. Das ist dann ein weiterer Vorteil, ja. Also nicht nur am Handy, sondern dann auch zusätzlich an den anderen Geräten. Next Level Shit. Ja, also ich hoffe, es wird sehr spannend. Wir haben es ja schon mal getestet, da ging es leider nicht so rund. Ich habe es dann selber noch getestet und da ging es eigentlich relativ gut, aber zu zweit ist es dann halt krass. Könnt ihr Könnt ihr auch auch ein. einen Podcast draus machen? Ja. Man kann alles draus machen, ne? Dividendienstag. Aber irgendwo müssen wir das Ganze ja mal kanalisieren hier. Ja. Ne? Wir können ja nochmal zusammenfassend sagen, was wir herausgefunden haben zu den Dividendensteigerungen. Also, wie gesagt, mir ist halt aufgefallen, also man darf sich jetzt nicht nur auf die Dividendensteigerungen verlassen, ganz, ganz wichtig. Also, Ja. ich finde, als Fazit kann man hier sogar sagen, es ist eigentlich nicht so die geeignete Kennzahl, um jetzt sich wirklich eine Aktie auszusuchen, um ganz ehrlich zu sein. Es ist so ähnlich wie die Dividendenrendite an sich, ja, also Dividendensteigerung und Dividendenrendite würde ich nicht anhand dessen die Aktie aussuchen, aber es sind solche Werte, die kann man sich trotzdem mal anschauen. Was wir gesehen haben, ist, dass viel auf und ab gibt dann doch, also dass die Unternehmen, die eine hohe Dividendensteigerung haben, jetzt nicht die solidesten Dividendenzahler sind, sondern dass sie mal mehr, mal weniger zahlen. Und besonders jetzt, wenn man das jetzt sich anschaut, muss man denken, dass eventuell bei einigen Unternehmen genau vor 10 Jahren zurzeit die Zeit mit der wenigsten Dividendenrendite, mit der wenigsten Dividenden, mein Gott, ich kann nicht mehr sprechen, Mit mit der der geringsten T Dividende genau, war. genau, ja. Genau, und dass man deswegen jetzt natürlich eine extrem hohe Steigerungsrate sieht.
Und wir können die 72er-Formel anwenden. Wenn wir 72 durch die Dividendensteigerung auf 5 Jahre oder auf 10 Jahre rechnen, dann können wir so ungefähr abschätzen, wie lange es dauert, bis wir die Dividende, also bis sich unsere Dividendenrendite verdoppelt. Oder nee, bis sich unsere Dividende verdoppelt. Ja, genau. So. Genau. Und wichtig, vielleicht auch noch unbedingt dann auch drauf schauen, wie hoch sind dann in absoluten Zahlen die Dividenden. Ja, wir haben es bei Tencent, absolut krasses Ja. Beispiel. Letzten 14 Jahre Dividendenerhöhung über 30% jeweils, über 30%. Aber die Dividende ist halt wirklich mickrig. Ja, und darum eben, wie schon gesagt, es ist einfach eine Dividende von 1 Cent auf 2 Cent zu verdoppeln und dann sind das 100%. Ja, das heißt, da muss man dann wirklich immer dann auch alle anderen Zahlen ja, zur Hand nehmen. So, das Dividendenwachstum ist, glaube ich, so eine Zahl. Und das finde ich persönlich, wenn man schon Unternehmen im Depot hat oder Unternehmen, die man halt schon investiert ist, dass man da sieht, bei diesen Unternehmen, die man besitzt, was ist sozusagen die Gehaltssteigerung, die man jedes Jahr bekommt. Also das Ja, heißt, es ist genau. so eine Kennzahl, die nutze ich persönlich zum Beispiel meistens erst im Nachhinein. Ja, also wirklich sehr oft. Wenn ich das Unternehmen schon gekauft habe, analysiert habe, und dann im Depot habe, jetzt möchte ich wissen, wie stark wächst mein Einkommen jetzt durch dieses Unternehmen jedes Jahr. Und dann berechne ich mir das eigentlich erst im Nachhinein, nachdem ich die Kaufentscheidung schon getroffen habe. Ja, und dann kann man sich halt immer schön ausrechnen, ja, das ist meine Gehaltserhöhung, die ich halt von diesen Unternehmen jeweils bekomme. Und genau, also das heißt, die kann dann schon wirklich, da ist mal fehlleiten, diese Kennzahl, glaube ich, genau. Ja, müsste man vielleicht sogar bei so einem Portfolio-Update als Standard hinzufügen, wie viel Gehaltserhöhung habe ich denn bekommen Genau. im letzten Jahr so, ne? Weil das ist, wenn man dann, weil gerade als Dividendeninvestor hast du natürlich ein Problem. Eventuell hast du weniger Rendite insgesamt gemacht, weil du halt auf eine andere Taktik abzielst so. Und da muss man eben noch ein bisschen schauen hier, wie hat sich denn mein Gehalt so verändert? Und da Ja, sieht die Zahl genau. vielleicht schon ganz anders aus dann letztendlich. Aber Gut. Finanzen, so umfangreich. So umfangreich, Leute. Dann würde ich sagen, haben wir für heute eigentlich richtig viel abgeklärt, viele Unternehmen angeschaut und auch so ein bisschen, sag ich mal, Fallen angeschaut, wo man so reinfallen könnte, wenn man nur auf bestimmte Kennzahlen schaut, ohne das gesamte Big Picture anzuschauen. Ich würde sagen, wir schließen für heute auf jeden Fall ab. Für die Leute, die auf YouTube zuschauen, schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr dieses Dividendenwachstum oder diese Kennzahl für euch selber nutzt. Ich habe es ja schon gesagt, ich benutze es eher im Nachhinein, wenn ich das Investment schon getätigt habe, um zu sehen eben, was ist meine Gehaltserhöhung jedes Oder bei Jahr. der Auswahl eben, ne? Dass Genau. man sich anschaut, okay, mit was kann ich denn rechnen? Ne? Genau. Und dann natürlich jetzt von dir, wie immer, die letzten Worte für unseren Dividendendienstag. Ja, ich glaube, für dieses Mal habe ich nicht so wirklich krasse letzte Worte. Ich glaube, wir haben alles gesagt und Alles zusammengefasst. gesagt. Wir sind durch. Gut. 47 Minuten passt. Macht den Kasten dicht, wie ich mal sage. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, meine Lieben. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr auf YouTube seid.